Hallo Folks und willkommen zu einem weiteren kurzen Gear Review. Ich möchte euch vorstellen von Maestro, welches eine Tochterfirma der Firma Gibson war, den Boomerang. Das ist ein Wah-Wah-Pedal, was von 72 bis 76 gebaut wurde. Ich konnte es leider nicht genauer datieren, aber 72 bis 76, die vier Jährchen, die müssen wir uns irgendwie dann zurechtbiegen, wann der denn rausgekommen ist. Mit was haben wir es zu tun? Nun, es ist ein Wah-Wah-Pedal. Lasst uns kurz reinhören. Wer jetzt schon sagt, oh, das klingt aber geil, ja, es ist auch das Pedal, mit dem Shaft eingespielt wurde, die amerikanische Fernsehserie, also die Titelmelodie. Ich nehme es jetzt mal runter und spiele ein bisschen an und ihr hört einfach, ob es euch gefällt. Käuflich zu erwerben ist das Ganze auf Reverb. Den Link zur Anzeige findet ihr unten in der Description. Was ich bei diesen alten Wah-Pedalen immer wieder geil finde, ist diesen extremen Quack. Man hat fast das Gefühl, du trittst gegen so einen Ballon und der gibt dann irgendwann nach. Pulli kratzt ein bisschen. Für mich eines der geilsten Wah-Pedale, das ich jemals gespielt habe. Auch wenn ich zunächst dachte, dass es kaputt ist, weil Instrument und Amplifier Input fett kehrtrum sind, wie bei einigen von diesen alten Pedalen, ist relativ interessant. Maestro Boomerang, jetzt erhältlich auf Reverb. Link ist unten. Ich wünsche dem neuen Besitzer ganz, ganz, ganz viel Spaß.